Hallo Freunde, willkommen zurück bei Jimmy Talk und vielleicht schon den vorletzten Part hier in der UFC, Freunde. Und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir fahren jetzt fort gegen den George Masvidal. Und ja, wir haben ja trainiert im letzten Part zusammen. Wir tun jetzt hier den anstehenden Kampf. Sehr normal, wie der Kampfhype ist. Ja, wie gesagt, niedrig. Aber dafür haben wir eine Top-Fitness von 100% erreicht. Und El Diablo ist heiß. Wie gesagt, vielleicht der vorletzte Kampf, denn wir haben nur noch 7,6% Langlebigkeit, glaube ich jetzt mal. Ja, in Rot 27-8 Niederlagen. Der Champ im Leichtgewicht, Ex-Champ im Weltergewicht, ist heiß, Freunde. Und auch echt, denn wie gesagt, ich bin gespannt, ob wir jetzt gegen den Masvidal gewinnen werden. Und vielleicht die Langlebigkeit jetzt nicht so drastisch runtergeht, damit wir sofort raus sind. Denn vorhin, im letzten Kampf, haben wir, glaube ich, 7 oder 8% verloren. Und wenn das jetzt wieder der Fall sein wird, dann wäre das jetzt schon fast der letzte Fight. Deswegen, Freunde, mal schauen, was geht heute. Im 25. Part schon. Und wie gesagt, ich freue mich auch, dass ihr mich so kräftig supportet. Mehr Likes da lasst und Kommentare. El Diablo. Jetzt kommt er zu uns in die Arena. Was mich an diesem Kämpfer am meisten beeindruckt, ist, wie viel der einstecken kann und wie gut er sich zwischen den Runden erholen kann. Genau. Ich glaube, von all den Fightern in der UFC ist das einer der zähesten. Starke Takedowns, extrem schnell, hat in der Karriere 8 Kämpfe verloren. Ja, von, was haben wir, 35 Kämpfe bis jetzt. 8 verloren, ist okay. Wie gesagt, wir spielen auch das Ganze auf normal, auf der PlayStation Pro. Werfen wir einen Blick. Oh, jetzt habe ich X gedrückt. Gegen den Masvidal. Entschuldigung, Freunde. 46 Jahre alt. Und wir haben auch schon 33. Ja, was geht, Freunde? Los geht's. Ich glaube sowieso, jetzt kommt noch die offizielle Vorstellung, klar. Eight losses. I'm Germany. Ah, wir müssen gewinnen, ja, ganz klar. He stands 5 feet 11 inches tall, weighing in at 170 pounds, fighting out of Miami, Florida, Jorge Gamebred Masvidal. And when the action begins, our referee is... Come on. Dan Miragliotta. Dan Miragliotta. Er hat die Leitung. Drückt mir die Daumen, Freunde, Runde 1 hier. Und mal schauen, was geht. Der ist schon heiß unterwegs. Heute soll aus seiner Sicht mehr rauskommen als zuletzt, als er nach K.O. verlor. Klasse Punch. Jetzt schon, was geht hier? Ja, El Diablo ist erst schwach unterwegs hier, die letzten Kämpfe über. Und, schon wieder, echt jetzt. Echt jetzt? Was für ein Start hier? Was für ein Start hier? Das wird nicht leicht für ihn. Dieser Fight wird ihn wohl vor einige Probleme stellen. Komm schon! Gelungene Kombination von El Diablo. Bam! Boah, komm! Nice! Komm schon! Komm schon, was geht, Freunde? Erste Runde hier! Was geht, ne, echt? Sein Gegner in diesem Kampf einfach überrumpelt. Oh, was für ein Scheiß. Wusste, wie ihm geschah, lag er schon im Boden und wurde ausgezählt. Ja, dann gehen wir jetzt mal in die Wiederholung. Bam! Da ist der Kick wunderbar gemacht, holt sich den Niederschlag. Was für eine erste Runde. In dieser Einstellung sieht wie man... Wie gesagt, ich glaube, da können wir ruhig noch ein, zwei Fights tun, ja. Bruce Buffer verkündet jetzt das offizielle was Ergebnis. Geht? Ladies and gentlemen, referee Dan Miragliotta has called a stop to this contest at 1 minute 22 seconds. Ja, das soll ihm eine Lehre sein, ohne Deckung da im Oktagon zu stehen. Hier haben wir den Sieger. Da ist er. Und wir waren Dritter jetzt schon wieder. Also, wir bleiben immer Zweiter oder Dritter, aber wir haben keine Möglichkeit jetzt mehr den Titel zu irgendwie
und zu schnappen. Mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Wie viel Langlebigkeit bleibt uns noch? Jetzt, das ist die große Frage. Das ist die große Frage. 5,9% haben wir noch. Ja, das wird reichen. Sicher noch für den Kampf. Ja, was für ein Fight, Freunde. Ich kann es kaum glauben, ey. Das waren nicht mal 2 Minuten. Ja, hier steht, wie gesagt, immer das Gleiche jetzt in den letzten Parts. Egal, ob im Octagon oder auf den Social Media Plattformen. Anzockt, kommt niemand vorbei. Ja, ich freue mich auch auf mehr, aber es wird nicht mehr lange dauern. Und dann haben wir die Karriere mit El Diablo hinter uns. Und wie gesagt, es freut mich. Ich habe keine Ahnung, wie viele Likes ich für die Reihe bekommen habe. Aber ich glaube, es sind fast 300 oder so. Deswegen danke dafür. Ihr seid die Besten. Und ja, wie gesagt, anstehender Kampf. Kampfangebot. Und mal schauen, was für einen Gegner wir jetzt hier noch bekommen. Vielleicht unser letzter Gegner. Wer weiß, Freunde. Gabriel Teixeira. Oder der Tyron Woodley. Den Alex Oliveira. Mal schauen. Sollen wir den mal nehmen? 7-4. Der hat ja fast noch nie gefightet. Ja, komm, wir nehmen den. Ein Hype, der Mittel schon ist. Und ich glaube sowieso, weil der Fight jetzt so, ja, schnell war. Legen wir das Training jetzt mal gemeinsam fest. Und ehrlich gesagt, ich habe gar keine Ahnung mehr, was ich hier trainieren soll. Ja, komm, wir nehmen das Blackburn. Jetzt habe ich nur eine Woche angewählt, ich Vollpfosten. Ja, das ist fatal, Freunde. Nee, jetzt zum Schluss auch noch in den Kampf zu gehen ohne. Ja, ich kann keine Eigenwärme tun. Verdammt, nee, wie kann ein Mensch so doof sein? Echt? Entschuldigung, verdammt, ja, das wird nicht mehr reichen. Um irgendwie hier noch was reißen zu können. Aber wir bekommen wenigstens hier über 70%. Ja, was? Mäßige Fitness, ja, sei es drum. Kacke, ja, der Kampf halt bleibt auf Mittel. Haben dann natürlich das UFC-Fotoshooting verpasst, weil wir eben nur eine Woche trainieren oder uns promoten konnten. Und heute mal ein paar Stunden mit einem Fotoshooting beschäftigt. Keine Ahnung, haben wir das getan? Ich glaube nicht. Egal. In Rot 28-8 Niederlagen. Jimmy zockt vielleicht in seinem letzten Kampf. Wir wissen es nicht, wie dieser Kampf auch immer ausgehen wird. Es ist geil gewesen mit euch. Zockt wie du im Blackburn Kickboxing zum K.O.-Guru werden. Als einer der besten Bodenkämpfer der UFC ist Jimmy Zockt in der Lage, jeden nur erdenklichen Gegner auf der Matte zu finishen. Aber er weiß natürlich auch, dass jeder Fight im Stand beginnt und dass sich nicht jeder Kontrahent auch auf den Boden bringen lässt. Es ist daher wenig überraschend, dass Zockt angekündigt hat, sein nächstes Trainingslager in Blackburn Kickboxing abzuhalten und dort mit absoluten Elite-Strikern zusammenzuarbeiten. Ziel ist dabei natürlich, Zockt auch im Stand zu überragenden Skills zu verhelfen. Ja, mit einer Woche Training war das nicht dicke. Zwischen El Diablo und Magic Man. Ja, mal schauen. Jetzt drücke ich nicht X wie vorhin. Gegen den Teixeira haben wir überhaupt noch nie gekämpft. Wie gesagt, er hat 7-4 nur. Magic Man will es heute offenbar wirklich wissen. Es ist vor allem sein Kinn aus Stahl, das ihn als Gegner so unangenehm macht. Der hält einfach sämtlichen Schlägen stand. Und wenn man da zu früh seine Kraft verschwendet, dann rächt sich okay. Das. Grappler, starke Takedowns. Hat in der Karriere 4 Kämpfe verloren. Von seinen 11 Kämpfen. Und da ist er. Und vielleicht. Wir wissen es nicht, Freunde. Wir wissen es nicht. Unser letzter Kampf, oder nicht? Keine Ahnung. El Diablo. Er kommt jetzt zu uns ins Octagon. Wir kennen ihn als Kickbox-Spezialisten und davon möchte er mit Sicherheit auch im heutigen Kampf eine Menge zeigen.
Klar. Wenn er den einen oder anderen seiner tollen Kicks ins Ziel bringen kann, dann kann er sich den Sieg sichern. Extrem schnell, 10 K.O.-Siege in den letzten 12 Kämpfen, hat in der Karriere 8 Kämpfe verloren. Wie beim letzten Mal, die 8 Kämpfe sind geblieben. Und dabei haben wir aber jetzt schon 36 Kämpfe hinter uns. Und der Champ ist bereit. Also im Leichtgewicht, wir sind ja nicht mehr Champ im Weltergewicht. Schade echt, dass wir da nicht mehr uns den Gürtel sichern können. Aber mit 33 Jahren können wir trotzdem noch hier den jüngeren Texera vielleicht aushalten. Bei der Reichweite aber alles ausgeglichen. Los geht's mit der Vorstellung, Freunde. Die Stimme des Octagon, Bruce Buffer, mit der offiziellen Vorstellung. So, los geht's, Freunde. Of the evening. Komm mal schon. Wir sind heiß. El Diablo ist heiß. Japan. Time. Los geht's, ja? Unser Kontrahent, der Gabriel Teixeira. Aus Porto Alegre, Brasilien. Oh, Magic Man. Das klingt nach einem fiktiven Kämpfer. Okay. Und da ist er. Der Leichtgewicht-Champ. 8 losses. Germany, El Diablo. Ja, los geht's hier. Wie gesagt, ja. Ich habe diesmal Lust, irgendwie so ein Submission hier zu tun. Denn ich habe mir das Ganze hier angeschaut. Und ich muss irgendwie in eine Backflat kommen. Und mal schauen, ob wir das hinbekommen. Sie klatschen los sich geht's, ab und ja. Gehen wieder in ihre Ecken. Erste Runde. Vielleicht der letzte oder vorletzte Kampf. Wir wissen es nicht. Sauberer Inside Leg Kick von Magic Man. Oh, der Leg Kick geht ins Leere. Ja, gut gemacht. Er verhindert den Double Leg Takedown. Oh, übler Kick zum Bein. Da muss ich aufpassen. Ne? Treffer mit dem Jab. Ah, der Jab geht daneben. Er arbeitet so eine schöne Kombination. Wow! Ja, gute Deckungsarbeit. Ja, das sind tolle Punches, die er hat. Oh, ich wollte einen Uppercut tun, Freunde. Wow, fantastischer Kick. Komm, Halfguard hier. Technik und Kraft. Kann er die Halfguard nutzen? Wir müssen in die Backside. Vielleicht bekommen wir das jetzt schon hin, Freunde. Backmount. Oh, jetzt sieht dieser Backflash. Er bewegt sich da. Und Submission, Freunde. Los geht's hier. Geht hier auf den Chop. Ja, die Submission sitzt. Boah, das wird eng. Ja, sieht aus, als würde er die Submission zu Ende bringen. Ah, was geht? Er befreit seinen Kopf, das war stark gemacht. Scheiße, Er kämpft aus der Halfguard. Jetzt haben wir keine Ausdauer mehr. Jetzt wechselt er in die Fullguard. Jetzt haben wir Probleme, Freunde. Jetzt haben wir heftige Probleme. Komm, aufstehen. Wir müssen aufstehen. Hat das nicht gereicht? Nee, komm! Noch 2 Minuten. Und wir haben schon keine Ausdauer mehr. Wie gesagt, wir haben leider nur eine mäßige Fitness. Und das scheint uns echt zum Verhängnis hier zu werden. Klasse Double Jab von Magic Man. Magic Man hat ihn jetzt im Double Underhook. Kopf, toller Treffer. Muss er besser verteidigen. Toller Kopftreffer mit diesem Uppercut. Oh, ein Superman-Punch, aber zu ungenau. Herrliche Kombination.
Schöner Haken zum Kopf von El Diablo. Verdammt, ja, komm, vielleicht schaffen wir es nochmal. Jetzt hat er die Kontrolle. Komm schon! Oh, da ist der Ansatz zu einem Real Naked Choke. Ah, oh, jetzt hab ich mich verdrückt, Freunde. Er schafft es, sich aus dem Real Naked zu befreien. Schöne Bewegung, Kacke, die er da auf dem Boden zeigt. Ah, wir hätten es fast geschafft. Wir hätten es fast geschafft. Komm mal, zweite Runde. Ja, ja, ist gut, steht auf, Freunde. Steht auf. Das sieht nicht gerade angenehm aus, das Ganze. Deine Arbeit am Boden war in der letzten Runde richtig gut. Das passt deinem Gegner überhaupt nicht. Also mach weiter Druck. Ja, wir probieren. Alles klar, Runde 2. Treffer mit dem Punch. Oh, schöner Punch. Der offene Schlagabtausch jetzt. Sehr guter Jab. Hervorragender Legkick von El Diablo. Komm. Oh, was geht? Oh, oh. Ein klarer Wirkungstreffer. Und noch so ein Treffer. Oh, das sieht übel aus. Ja, der Haken sitzt. Ah, scheiße, ey. Oh, Freunde, zweite Runde hier und schon geht's ab. Ich hab doch verteidigt, Freunde. Komm, aufstehen. Jetzt sind sie beide wieder auf den Beinen. Oh. Schon wieder auf den Kopf, Freunde. Was geht hier ab? Der steht noch immer. Oh, was für... Der müsste doch unten bleiben. Da. Oh, schöner Kick zum Körper. Starke Links-Rechts-Kombination. Ja, so läuft das hier. El Diablo, Freunde. Was geht hier? Er hat sich diesen K.O. mit einem sehenswerten Uppercut geholt. Er hat ihn mit einer solchen Wucht platziert, dass Yo. Er nicht mehr davon holen konnte. Verdammt, wie viele Treffer habe ich dem auf dem Kopf da? Hab ich da gelandet, ey. Und er wollte einfach nicht fallen. Bruce Buffer verkündet jetzt das offizielle Ergebnis. Scheiße, ey. Knockout! El Diablo! Und hier ist er. Vamos! Der Sieger durch K.O. Eine gute Cerveza jetzt. I like that. Und wir haben auch Gesamtangriffe nur 80 getan, aber davon 42 getroffen. Das heißt über 50%. So soll es sein, Freunde. Aber unser Gegner auch. Aber ja, wie gesagt, wir sind trotzdem ein bisschen besser. Klar, Freunde. El Diablo am Start. Noch 4,2%. Das wird nochmal reichen für ein Part. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch, Freunde. Wir schauen jetzt mal noch nach, wer unser nächster Kontrahent sein wird. Im nächsten Part, in Part 26, egal im Octagon oder auf den Social Media Plattformen, anzockt, kommt niemand vorbei. Ja, wie gesagt, in jedem Part, nach jedem Fight kommt das jetzt, keine Ahnung warum. Ja, widerlich, ja. Soll ich sagen? Ich fand das wunderbar. So, wie gesagt, wir schauen jetzt nochmal den anstehenden Kampf, wer uns da noch zur Verfügung steht. Und da können wir denn hier den, den Kamaru Usman auswählen. Verdammt, der sieht echt gefährlich aus. Und dann haben wir den Alex Oliveira noch. Oder den Nate Magny. Den hatten wir auch schon. Ihn hatten wir noch nicht. Und wir sind sowieso so gut, Freunde. Deswegen nehmen wir den Kamaru Usman. Komm schon jetzt. Wir wollen ja zuletzt noch eine kleine Herausforderung. Bevor wir uns hier verabschieden von der UFC, in Rente gehen mit El Diablo, Freunde. War keine Ahnung, Blackburn, ja. Und wir haben 5 Wochen Zeit, um uns hier
in eine Top-Fitness reinzutrainieren und vielleicht einen Kampf-Hype zu erreichen, der hoch oder sehr hoch ist. Mal schauen, Freunde, alles das in Part 26. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart und wünsche euch noch viel Spaß beim Zocken. Bis denn, meine Freunde. Peace.